Achtung, es fehlt etwas. Ich habe zwar alle Gangarten gesehen, aber es ist noch mehr. Was könnte das nur sein? Wozu ist dein Pferd noch in der Lage? Bestimmt kein Liegestützen oder Sit-Ups. Wie sieht's mit Kniebeugen aus? Vielleicht kannst du mir zeigen, wie Valetmetric Kniebeugen macht. Auch keine Kniebeugen? Autumn, was hast du eigentlich für ein Pferd? Wenn es keine Kniebeugen sind, was dann? Springen? Was meinst du damit? Du meinst, das Pferd springen können? Ja, aber na klar, du bist ein Genie. Das war auch etwas, was Meisterin Lucia vor einer ganzen Weile erwähnt hat. Sie sagte, dass man niemals den Weg des Pferdes erlernen kann, wenn man nicht dazu in der Lage ist, die Sprünge eines Pferdes zu visualisieren. Und ich weiß auch genau, welche Sprungbahn du dafür nutzen kannst. Ich weiß, dass es Bulldogs hier in der Nähe, hier in der Gegend ein paar neue Strecken austesten. Es gibt eine Bahn, die um den Stall herumführt und viele Hindernisse hat. Wenn du die Strecke reitest, kann ich daneben stehen und euch beide studieren. Okay, ich bin bereit, also zeigen wir Valet Magic den besten Sprung. Aber reite vorsichtig, die Strecke kann sehr tückisch sein. Okay. Aus dem Weg, Ricky! Vor allem guckt weiter zu weit, anstatt dass er da her schaut. So. Und im Ziel. Wow, ich hätte ganz vergessen, wie es ist, Pferde springen zu sehen. Yay, Violet Magic ist Level 2. Alles kommt endlich wieder, Autumn. Ich erinnere mich noch wieder an die Pferdentechnik. Es fehlt noch etwas. Egal wie sehr ich versuche, mich zu erinnern, ich weiß es nicht mehr, wie die Techniken des Bürstenhufkratzens oder Fütterns gingen. Sollte man auf einem Bein stehen oder einen Ratschlag machen? Du glaubst nicht, dass es ein Ratschlag war? Deswegen trainierst du Georgie zu. Nimm es mir nicht übel, aber dein Pferd kann sich nicht einmal Kniebeugen machen. Ich weiß alles darüber. Fast. Wenn du mich nur wieder an die drei Techniken erinnern könntest. Du willst also sagen, dass Pferde keine Liegestütze, Sit-Ups oder Kniebeugen machen können? Hilfe! Pferde sind seltsame, mystische Gestalten. Aber was hältst du von der Technik des Bürstens? Du glaubst nicht, dass man einen Rad schlagen muss? Wie dann? Du willst mir zeigen, wie du dich um Violet Magic kümmerst? Aber ja doch, das ist doch eine super Idee. Wenn ich sehe, wie du dich um Violet Magic kümmerst, kann ich mich vielleicht wieder an die Technik erinnern. Zeig mir die Pferdetechniken bitte in der Reihenfolge, in der ich sie sehen möchte. Danke. Nur kurz das runter. Zeigen wir, wie man Hufe auskratzt. So. Wo ist die Bürste? Da. Bürsti. Sammle Heu. Zeig mir, wie du das Pferd fütterst. So. Fühlt sich so an, als ob sich jetzt alles zusammenfügt. Ich habe jetzt sehen können, wie ein Pferd sich bewegt, es springt und wie man sich um es kümmert. Warum fühlt es sich dann immer so an, als ob etwas fehlt? So wie wenn man eine Spaghetti anschaut und riecht, aber nicht weiß, wie sie schmeckt. Ob ich auf eine Reittour möchte, aber ich habe kein Pferd und ich glaube, dass Natalie momentan zu viel zu tun hat, um mir eines aus dem Stall auszuleihen. Ob ich auf Violet Magic reiten möchte? Du hast wahrscheinlich die richtigen Riecherordnung. Wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, wie es ist, auf einem Pferd zu reiten, sollte ich das letzte Teil des Passes zusammengefügt haben. Letzte Teil, an den ich mich erinnern muss, wie es an den verschiedenen Techniken des Pferdes anwendet. Wie komme ich eigentlich auf Violet Magic? Hilfst du mir? Okay, ich denke, ich wäre zweit. Reite richtig schnell, so dass es sich anfühlt, als ob man fast vom Pferd fällt. Ich will den Wind an mir vorbeisausen hören. Okay. So, einmal wieder aufgesattelt. Vor allem aufgesattelt, während wir auf dem Pferd sitzen. Nein. Ja. Wow! Weil der Magic so kann mich nicht bewegen. Yeah. Schnell.
schneller Violet Magic. Nee. Links, rechts, links. So geil, wie der hinten drauf sitzt. Wow, und sich nicht bewegt. Ist aber raumgeklebt, wer? Hui. Hey. Hui. Das war klar, das war dann. Wow, was für ein Rennen das war. Es fühlt sich fast wie ein richtiges WM-Rennen an. So. Das war echt fantastisch und ich weiß, ich glaube jetzt, wie man die richtigen Techniken anwenden muss. Ich wäre also bereit. Würdest du gerne mit mir trainieren, mir dabei helfen, durch die verschiedenen Techniken zu gehen und sie für den Vorentscheid zu verfeinern? Du willst? Danke. Bevor wir anfangen, solltest du besten genug einmal mit Nathalie vom Stall vorbeischauen. Da du mir schon so viel geholfen hast, habe ich ein paar krasse Trainingsschuhe für dich bereitgestellt. Du brauchst eine gute Trainingsausrüstung, wenn wir richtig Gas geben wollen. Reite zu Nathalie und sprich mit ihr. Wir sehen uns später auf der Koppel außerhalb der Bulldogs Clubhauses. Okay. So, dann haben wir fix runtergeridert. So. Hallo Otto, schön dich zu sehen. Trainingsschuhe? Hoffentlich überfordert dich Ricky nicht zusammen mit dem ganzen Training. Er hat dich gebeten, die von ihm bestellten Laufschuhe abzuholen. Klar, ich hole sie für dich. Sie sind richtig schick. Aber zuerst willst du eine meiner besten Freunde begrüßen. Das hier ist Lady. Sie ist meine beste und loyalste Freundin seit nun schon fast 12 Jahren. Sie ist zwar kein Fohlen mehr, aber immer noch ein echter Sonnenschein und voller Energie. Also sei nicht schüchtern. Geh und sag Hallo zu Lady. Okay. Hallo Lady. Finde ich cool, dass sie vorab von einem Startpferd dahingestellt haben. Ich denke, Lady mag dich wirklich. Du und ich sollten irgendwann mit Lady und Violet Magic von der Reittour gehen, was denkst du? Wie cool, schön zu hören. Leider geht das heute nicht. Ich warte eine kleine Anfängerin, die zum Probereiten kommen wollte. Ich dachte, dass sie Lady reiten kann. Ich denke nämlich nicht, dass sie ein verständnisvolleres und rücksichtsvolleres Pferd gibt als sie. Lady ist immer so lieb und immer so behutsam mit Kindern. Katze, was machst du? Lady? Lady? Ja, die Katze ist doch gerade im Karton. Deswegen ist sie perfekt für kleine Kinder, die zum ersten Mal auf einem Pferd sitzen. Sobald ich die Trainingsschuhe geholt habe, mache ich Lady fertig. Oh nein, siehst du, Otto? Ivan Ray kommt. Ich kann einfach nicht ausstehen. Kannst du bitte hierbleiben und mit mir zusammen anhören, was er will? Von mir aus ein ruhiges nettes Pferd. Sorry. Hallo Nathalie, was macht dich bereit, aus dem Stall auszuziehen? So ein Ekel. Ich habe gehört, dass Ricky an dem Vorentscheid für die Bezirksmeisterschaft teilnehmen will. Als ob dieser Verlierer eine Chance hätte. Nathalie, am besten machst du dir schon mal Gedanken über den Auszug aus dem Stall, damit ich in meinen Club Total Destruction übernehmen können. Ich verspreche dir, dass ich den Ort näher nutzen werde als diese alte Koppe, die ich das Mal davor von Ricky gewonnen habe. Ich meine, wer um alles in der Welt würde schon freiwillig Zeit verbringen wollen? Also, ich habe die alte Koppe gewonnen und ihm sagte, dass ich ihn dort niemals sehen will. Habe ich das nur gesagt, weil sein trauriges Gesicht so lustig war. Die auszulachen, die traurig sind, ist einfach das Beste. Das ist also die berühmte Lady, was? Lady, bezaubernde Lady, die immer so nett und lieb ist. Darf ich ein kleines Häufchen Elend streicheln? Ihre ölige Lady, bevor sie die Jake Craig attackiert. Ruhig. Das Pferd ist tatsächlich verrückt. Was? Ich habe niemals Angst, als ob ich jetzt am dummen Gaul weinen oder nach der Mama rufen würde. Pff. Nathalie, sieh zu, dass du dieses verrückte Pferd anleinst. Ansonsten werde ich dir meine Anwälte auf den Hals setzen und dich verklagen. So hast du gebratene Haferflocken nur noch als Feinkost betrachten wirst. Warte nur ab. Ich komme wieder. Genau, verpiss dich. Ah, Autumn, dieser Idiot macht mich so wütend.
so wütend, dass ich am ganzen Körper zitter. Ich weiß, ich sollte Ivan Drake keine Angriffsfläche bieten und ihm nicht zuhören, aber es ist schwer, seine Worte einfach zu ignorieren. Danke, dass du da bist, Autumn. Du fragst dich, worüber er gesprochen hat? Ja, also, ich kann verstehen, dass du neugierig bist. Hat Ricky dir irgendwas über die Koppel außerhalb von New Chest erzählt? Was? Er hat erst vorgeschlagen, dorthin zu trainieren und seine Meinung dann ganz plötzlich geändert? Siehst du, die Koppel gehörte mal ihm. Ach, ich würde liebend gerne mehr erzählen, aber ich muss Lady für die Reitstunde fertig machen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bürsten und fertig machen soll, wenn ich immer noch so zitter. Du willst mir helfen? Oh, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Hier, übernimm meine Striegelbürste und bürste, Lady. Ich erzähle dir dann mehr über Ricky und die Koppel. Okay. So, Violet Magic, du bist auch im Raff. So. Also. Vielen Dank, Autumn. Hey, Krümel! Hallo, Krümel! Hat Ricky dir irgendwas über seine Trainerin erzählt, Meister Lucia? Hat er? Weißt du, Meisterin Lucia war die Besitzerin einer sehr alten Georgistu-Vereins namens Epona Kai. Damals lag der Fokus des Clubs auf dem Kontrollieren und Messen von alten Techniken des Kampfsports, genau hier auf der Koppel. Meisterin Lucia war die beste Performerin im Georgistu aller Zeiten. Aus diesem Grund ist die Koppel unter Georgistu-Sportlerin auch so bekannt. Ricky hatte im jungen Alter das Glück, dass Meisterin Lucia ihn unter ihre Fittiche nahm und sie trainierte ihn im Stil vom Wege des Pferdes. Wie es hieß. Verzeihung. Einige Jahre später fragte sie Ricky dann, ob er sich für sie um den Club an der Koppel kümmern wollen würde. Gott, ein Satz. Dies sollte er machen, bis ein neuer Meister gefunden ist. Doch niemand wusste richtig, wer dieser Meister hätte sein sollen. Meisterin Lucia glaubte an Ricky, aber dann, damit Ricky ein Meister werden durfte, hätte er erst Cherwick-Meisterschaft gewinnen müssen. Ricky versprach ihr, dass er tun würde, und nur einige Wochen später verstarb Meisterin Lucia in Frieden. Du brauchst nicht traurig zu sein, Ortsjung. Meisterin Lucia war eine sehr, sehr alte Dame, als sie starb. Sie schlief friedvoll und glücklich ein und begrüßte den nächsten Teil ihres Lebens, nicht wissend, was als nächstes auf sie warten würde, mit offenen Armen. Oh Gott, wie die Zeit vergeht. Ladies Hufe müssen ausgekratzt werden, bevor die Kinder kommen. Wie lieb von dir, dass du mir dabei helfen möchtest, Ortsjung. Wenn du Ladies Hufe auskratzt, kann ich mit der Geschichte fortfahren. So. Epona Kai. Danke, jetzt muss Lady nur noch gesattelt werden. Dann wäre alles soweit fertig und ich für die Reitstunde vorbereitet. So. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Ricky versprach also, sich um den alten Club von Meisterin Lucia und die Koppel zu kümmern, bis ein neuer Anführer um ihre Stelle treten würde. Ricky kann, wie du sicherlich schon gemerkt hast, ein enormes Maß an Selbstbewusstsein aufbauen. So hat er die Cherwick-Meisterschaften teilgenommen, obwohl Meisterin Lucia ihm riet, einige Jahre zu warten, bis es soweit ist. Der Rest der Geschichte: Ricky verlor das Finale der Meisterschaft und die Person, gegen die er verlor, war kein anderer als Ivan Drake. So wie ein Selbstbewusstsein verlor Ricky den Club und die Reitkoppel an Ivan. Im Eifer des Gefechts schloss er eine Wette ab, dass er gewinnen würde und falls nicht, Ivan die Koppel behalten dürfte. Da der Club nun seine Koppel verlor und somit auch das Hauptquartier und Ricky sich gleichzeitig total zurückzog, haben sich die übrigen Mitglieder nach anderen Clubs umgeschaut, sodass der Club letztendlich mehr oder weniger aufgelöst worden ist. Entschuldige, dass ich wieder unterbreche. Ich habe mich fast wieder beruhigt, aber Lady muss gesattelt werden, damit sie bereit für die Reitstunde ist. Aha, danke für deine Hilfe auch hierbei. Ich verspreche dir, dass ich die Geschichte nicht mal zu Ende erzähle. Okay. So, einmal Samstag, einmal Sattel. Perfekt. Danke, Autumn. Dann kann ich fortfahren. Es ist ja nicht mehr viel übrig von der Geschichte. Seitdem sind die Jahre vergangen und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das die anderen Mitglieder machen. Ich weiß, dass die einzige Person, die den Weg des Pferdes kannten, Meisterin Lucia und Ricky waren. Sie wollten ja, dass er alles übernimmt. Ricky scheint eine Menge seines Wissens vergessen zu haben, aber ich bin mir sicher, dass du ihm dabei helfen kannst, sich wieder zu erinnern. Er hat es tief in sich. Er braucht nur noch einen kleinen Anstoß, um sich wieder erinnern zu können. Du weißt nicht, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin. Ich glaube, dass sie auch sehr dankbar dafür ist. Er kann es nur nicht zeigen. Auch wenn die Koppel verloren ist, heißt das nicht, dass der Epona Kai das auch ist. Ricky kann immer noch den Club antreten, die Koppel, mein Stall und sogar mich, wer die Meisterschaften gewinnt. Also, vielen Dank, dass du mit ihm trainierst, Otto. Oh, jetzt habe ich natürlich die Schuhe.
Pistol gehe und mach dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Die Qualifikation beginnt schon bald. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Okay. So, nachdem mache ich aber kurze Aufnahmepause. Langsam bei heißer. So, auf mit Pferdchen, lauf! Einmal hier hoch. Hey du, du hast dir Zeit gelassen? Ja, ich habe mir Zeit gelassen, aber ich muss jetzt kurz einmal eine Aufnahmepause machen und was trinken, weil sonst werde ich hier noch mehr heißer, dass dann gar nichts mehr geht. Außerdem habe ich Hunger. Okay, dann mache ich kurz eine Aufnahmepause, mache mir was zu essen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. He's a stranger.